Hallo, schön, dass du eingeschalten hast. Bowie und ich freuen uns sehr, oder Bowie? Moin, moin, Leute, ja klar. Unser zweites Best Off ist draußen und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wenn es euch auch so geil gefällt wie uns, dann lasst doch ein Like und für den Algorithmus vielleicht auch einen Kommentar da. Und ja, ich freue mich. Bis dann und wir sehen uns. Tschüss. Falls du uns nicht kennst, wir sind fast verheiratet, Bowie und ich. Ich Ja, wieso sagst du meine, inzwischen fast? ja, fast, weil ich meine, wir streiten so, als wenn wir verheiratet wären. Wir sind aber noch nicht verheiratet. Ich sage noch, weil Bowie muss erst gezwungen werden, mich zu heiraten. Ich muss mir da mal was einfallen lassen. Wie Ja, das ich. kann Ich ich. meine, ich könnte ihn, wenn er schläft, dazu müsste er in meiner Nähe einschlafen, müsste ich ihn fesseln und dann so, ja, Strohhalm so abziehen und dann einstecken, schwängern lassen und Bowie, ey, du hast mich geschwängert, jetzt musst du mich heiraten. Was zur Hölle? Ich glaube Was? schon, Was dass das, erzählst du ich glaube da? schon, dass das klappt, aber Bowie hat sich Leute, hört nicht bisher, auf sie. er hat sich einfach gesträubt, bei mir zu schlafen, was echt eine Frechheit ist. Als ob ich ihm was antun würde, wenn er da unschuldig schlafen würde. Also ich Ach meine, was. ja, ach was. Das ist wirklich, er tut mich einfach in Generalverdacht stellen, obwohl ich ihm noch gar nichts angetan habe. Ach, So, warum denn wohl? ja. Ich finde das echte Frechheit, so als ob ein Mann eine Wahl hat, ob er mit dir schlafen darf. Also so. Nein! Der hat zu sagen, ja, Nicht. Herrin. Vielen Dank, Das nicht Herrin. Und wahr. Was nicht hättest du gesagt, ja? irgendwie, ich will nicht, ich will da. Wie viel Romantik-Animes hast du geguckt? Oder? Ja, du glaubst es? Ja, das ist eine Oder gute Mangas Einstellung. gelesen? Ja, sehr viele. Ja, Sehr viele. glaube ich dir. Oh, Gott sei Dank sind wir nicht in Aber der Homophobie aufgeschmissen nicht ich mehr. hab eingesehen, dass man in der heutigen Zeit, ja, die Männer sind halt einfach schlecht. So grundlegend überall, sie sind schlecht. Man muss sie so verformen, dass man sie so behalten kann. Bowie zum Beispiel ist sehr dümmlich, er ist verpeilt, Was? aber er hat einen guten Job. Da muss man den auch abwägen. Was soll denn das jetzt heißen, dümmlich? Da muss man halt auch einfach mal weghören, wenn er mal wieder was Dummes sagt. Ich Sowas bin doch wie, nicht ich habe eine freie dümmlich. Meinungsfreiheit und du darfst nichts über meinen Kopf hinweg entscheiden. Da muss man dann einfach mal seine Ohren zumachen und einfach das überhören, was er sagt. Und Hältst dieses, du, findest du, ich ja, bin und das, dümmlich? wir haben keine Beziehung. Das muss man dann alles überhören, weil das zählt ja dann auch gar nicht, was er da überhaupt möchte. Ich bin doch Früher nicht hatten Männer dümmlich. Macht und Recht, heute haben Männer nichts mehr. Ja, genau. Männer haben höchstens noch eine Ehefrau, die sie knechtet. Oder sie haben das Glück, Single zu sein, aber Bowie ist halt jetzt weg vom Markt. Er kann hier nicht selber Was entscheiden. magst? Wovon redest du überhaupt? Er kann hier nicht einfach selber entscheiden, mit wem er zusammen sein möchte. Hallo? Ich meine, was für eine Entscheidung würde denn Bowie treffen? Er würde dann so eine Nicht. Japanerin nehmen und dann würde er sie schminken wie eine Oma. Hatten wir bei Ja, Sims wie dick erlebt. oder sei. Deswegen, Bowie kann hier nicht einfach eine freie Meinung haben, wen er da daten möchte. Mal, wenn ich alles töte, was hübscher ist als ich, bin ich dann die hübscheste von allen? Ah, ich habe ihn abgeknallt, den Gnom. Hat er verdient, kleines Arschloch. Ja! 5% Leben, Alter, da kommt ein zweiter und knallt mich ab. Das kennt man gar nicht von dir. Ja. Hat er verdient, kleiner Gnom. Mit großen Ambitionen. Oh, wir sind alles, ja, halt. Ich bin dein Weibchen, ich bin ein Weibchen, ja. Bist du ein Männchen? Du bist ein Ich Männchen. bin ein Männchen. Ah, so Und gehört ein sich das. Weibchen. Guck mal, so gehört sich das. Ich bin das Männchen. Bowie. Geh in die Küche. Mach mir ein Sandwich. Nee, Ah, koch mir was was ein Bart, Leckeres. Alter. Was ein Bart. Ja, ich habe einen Oh, mal Bart. Guck richtig mal, warm. Bowie. Ich bin ein Mann. Wo ist mein Bier? Ich bin besoffen. Weiß nicht, wo ich pinkel. Oh, ich bin ein Mann. Ich kann in der Öffentlichkeit pinkeln. Ihr wisst nicht, wie geil das wäre, wenn ich das könnte. Ich stehe so oft in der Öffentlichkeit. Ich trinke ja momentan so viel wegen dieser genügend Trinkenphase.
Und ich denke manchmal in der Öffentlichkeit, ich muss so dringend auf Klo und dann finde ich eine fucking Toilette nicht. Und ich denke mir so, wenn ich ein Mann wäre, ich würde mich einfach in ein Gebüsch hinstellen. Und ich denke mir dann so, obwohl ich eine Frau bin, vielleicht sollte ich mich einfach ins Gebüsch stellen und pinkeln, weil ich muss dann wirklich dringend. Aber dann denke ich, da sind überall Leute rumherum, die gucken mich dann an und denken sich so, ja, keine Ahnung. Aber wäre ich ein Mann, würde ich es einfach machen. Ich finde es auch absolut nicht schlimm, wenn Männer ins Gebüsch gehen und dort pinkeln. Ich habe aber, man muss dazu sagen, durch dieses, dass Männer das häufiger machen, habe ich schon als Kind an die 20 Schwänze gesehen. Geil. Ja, weil du, Kinderspielplatz, es stellen sich so viele Kerle dahin in ein Gebüsch und pinkeln. Aber ja, ich würde trotzdem pinkeln, wenn ich... Ich bin auch nicht... Ich bin der Meinung, jeder Mann hat ein Recht auf, im Stehen zu pinkeln. Egal, auch auf Toilette oder so. Er muss es dann wieder sauber machen, die Toilette, aber er hat ein Recht drauf. Ich bin ausgegangen und ich war auf so einem Bauernladen. Hab mir da so verschiedene Dinge habe ich probiert und gekauft und es war ein bisschen weiter weg und ich stand im Stau, als ich nach Hause kam. Damit hatte ich schon gerechnet, ich habe es ja gestern schon angesagt, kann ich nichts tun. Ich kann ja nur Wochenende dahin gehen und ich habe ja jeden Tag meine Arbeit. Also früher kann ich ja eh nicht dahin, also ja. Ich habe heute auch was richtig Tolles gemacht, ich habe den ganzen Tag geschlafen. Baui, wen verarschst du da eigentlich? Ich hab gestern schon gesagt, dass du da mitkommst. Ja, du bist so ein Idiot, weißt du das? Ich weiß nicht. Ich dachte, das würde typisch Baui sein. So. Was typisch muss Baui? Ich, muss ja nicht jeder mitbekommen. Ja, was muss ich immer? Willst du verheimlichen, dass du mit mir zum Bauernladen gegangen bist? Also so privat ja, ist das jetzt ist, auch nicht. Ja, das ist ein bisschen so... Ich weiß nicht, dann denken Leute, dass das da läuft was oder so. Ja, ja, sollen sie doch. Das ist genau das, was du erzählen möchtest. Ja, ja, ich, ja. Das will ich unterbinden. Komm, wir probieren mal hier durch. Ich hab's geschafft! Nein! Baui, du hast es geschafft! Jetzt da! Oh, voll gut! Voll gut! Ja, ja. Ich wusste schon immer, ich bin der männliche Part von uns. Lalalala. Ich glaube, das wusste jeder, der Augen im Kopf hat. Augen? Hast du gerade Augen gesagt? Ja. Wieso Augen? Wieso? Weil ich männlich aussehe oder was? Baui. Nein. Ja, okay, der Ohren hat. Keine Ahnung, ist mir egal, der uns zuguckt. Ja, halt. Ohren wäre vielleicht. Obwohl. Ohren ist auch. Ich klinge sehr weiblich. Haben wir HDZ1 schon gemacht? Was ist das? Ich habe keine Ahnung, Fosolina fragt, ob wir HDZ1 schon gemacht haben. Was? Mann, ich habe keinen Mana. Die Gilde kennt uns gar nicht, Baui. Die denken, dass wir irgendwas machen außerhalb vom PvP. Die sind ja bescheuert. Dabei sind wir den ganzen Tag hier drin. Das stimmt, wir machen nur das. Ja, wir machen. Also, sie braucht uns gar nicht mehr zu fragen, ob wir irgendwas gemacht haben. Wenn es nicht PvP heißt, dann, mal, haben, wir das, Frage ein, jetzt. Dann haben wir das nicht gemacht. Baui. Ja. Und ich brauche noch 9000 Ehre. Danke. Gib mir Ehre. Muss mich heiraten, dann bringt das Ehre. Sind wir schon online? Ich glaube nicht, ich glaube, das gibt ja Minus-Ehre. Nein, eine Frau, die verheiratet ist und treu ist, ist Ehrenfrau. Deswegen musst du mich heiraten, dann bin ich Ehrefrau. Dann kann ich mir noch weitere Setteile kaufen. Ja. Ich glaube, so funktioniert das, Baui. Wir können aber das, wirst du nicht? Wir können das ja mal austesten und dann können wir immer noch dran zweifeln, ob das vielleicht nicht funktioniert. Weil aber wir verheiratet sind und du eine Lebensversicherung auf meinen Namen absolviert hast. Aber also wirst du nicht automatisch so Ehrenfrau, wenn ich deine Augen küsse? Nein, ich möchte geheiratet werden von dir.
Und eine Lebensversicherung, so 12 Millionen Milliarden Euro, wären schon geil. Ich meine, du arbeitest in der Versicherungsbranche, das kannst du ja also deichseln, oder? Kannst du da hinschreiben? Kannst du in deiner Lebensversicherung oder so Testament hinschreiben, so dass wenn du ermordet wirst, ganz schrecklich, dass es nicht Niago sein kann? Schreib das mal dazu, das ist gut. Sag, nein, auf jeden Fall ist es nicht Niago. Nicht musst du so groß schreiben und so unterstreichen. Nicht Niago. Wenn mich jemand von der Klippe. Wenn mich jemand von der Klippe geschubst hat, dann war das nicht Niago. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, 1, Ausrufezeichen. Die Nervosität, weil er steigt ein, sagt, wie so ein Junge. So. Und dann guckt er auf sein Handy die ganze Zeit. So. Das war die Fahrt. Ich bin sehr abweisend, wenn ich nervös bin. Ja. Und das ist auch der Grund, warum ich noch nie eine Freundin hatte. Du hast ja eine Freundin. Wir sind verheiratet. Guck mal, erzähl mal von gestern, das war so witzig. Was denn? Ja. Im Clan. In der Gilde. Was? Ich hab nur erzählt, dass wir verheiratet sind. Was? Ja, die Leute denken jetzt wirklich, dass wir irgendwie zusammen sind. Ja. Alter. Das ist auch schön. Nein, es ist nicht schön. Nimm auf. Die Leute wissen jetzt, dass wir zusammengehören. Ja. Hab ich mitbekommen. Richtig krass. Aber guck mal, so langsam fühle ich mich so... Weißt du, es gibt doch so... spezielle Männer, die Frauen ausnutzen wegen ihrem Geld oder so, oder andersrum, Frauen, die ihre Männer ausnutzen, damit sie zum Essen eingeladen werden und so. Ich komme mir so langsam ein Gefühl weg, dass Bowie auch so ein Mensch ist, der den anderen ausnutzen möchte. So, er kommt mit, damit er was zum Essen bekommt. Okay, das ist und, natürlich... Und weißt du, genauso wie... Guck mal, wie dankbar kann eine Person sein? Ich stehe da, weil ich denke mir so, er hat... Ich wollte ihnen sowas zu trinken holen. Ich stehe da an und denke mir, sowas hole ich ihnen jetzt. Ich habe ihnen so eine Fruchtschorle geholt. So mit Blaubeeren drin. Und dann sage ich so, Bowie, guck mal, hier Fruchtschorle für dich, wenn du möchtest. Und so Quark, so Vanillepudding mit Blaubeeren. Und er guckt es und sagt, ist da Alkohol drin? Und ich so, ja, weil ich weiß ja, dass er gerne Alkohol trinkt. Naja, ist, gerne nicht. Also. Ist, gerne nicht. Wer erzählt mir denn immer, dass er auf Arbeit Alkohol trinkt und das total genießt? Ja, rufen zwar. Ja, jetzt hier. So, und dann sage ich so, ja, hier habe ich den mitgebracht. Ist ja auch teuer auf so einem Bauernhofladen. Und er sagt, ist da Alkohol drin? Und ich so, ja. Und denke mir so, ja, ist ja nicht viel drin. Ich meine, ich habe mir auch eins geholt und getrunken. Und wenn ich das schon trinke, dann ist da wirklich nicht viel Alkohol drin. So, und ja? Und er so, willst du mich abfüllen? So, nicht nett, so, haha, willst du mich abfüllen, sondern dieses, willst du mich abfüllen? Und ich so, Bowie, jetzt reicht mir jetzt. Sei ein bisschen dankbar. Ja, bei dir weiß man halt nie, ne? Ja, das hat er denn auch gesagt, bei dir weiß man ja nie. So, wir sind auf dem Bauernhof, da sind überall alte Menschen. So, ja, das ist der perfekte Ort, um dich abzuschleppen. Deswegen habe ich dich dahin geladen. Ja. Ah, sieh mal. Wenn er nicht ruhig ist, kaufe ich noch einen zweiten. Ich glaube, du kriegst da langsam aber sicher Konkurrenz. Nein. Wer, ja. Bowie, wer? Ich bringe sie um. Sie? Also, ist es eine Sie? Das ist auf jeden Fall eine Sie. Also, ja, wer? Seit ein paar Tagen ist sie in meiner Wohnung. Weißt du, und sie ist mir das erste Mal aufgefallen, sie fliegt hier hin und her, ja? Und auf einmal landet sie auf meinem Monitor, eine fette Fliege, ja? Sie ging mir so auf den Sack, weil sie, genau wo mein WoW-Charakter ist, genau da ist die Fliege. Weißt du, und ich versuche sie wegzuscheuchen, ich mache so mit der Hand so Bewegungen, sie geht aber nicht weg. Und es ging wirklich so weit, dass ich sie so wegscheuchen wollte und sie aus Versehen so einen Klapser verpasst habe. Ich habe sie aus Versehen so, ne, am Po, so pum. Und sie ist dann weggeflogen und nach ein paar Minuten war sie wieder da. Ja, ich glaube, es hat ihr gefallen, weißt du? Ja. Aber ich muss sagen, ich fange wirklich langsam an, mich an sie zu gewöhnen.
Das ist eine falsche Sache, Bowie. Fokussiere dich auf mich! Nicht auf eine verdammte Fliege, auf mich! Ja, aber sie ist halt so klein und süß und sie ist Nein, immer da. Ja. Ich schenke dir so eine Pflanze, so eine ganz tolle Pflanze. Was für eine? Das sage ich dir nicht. Aber die kannst du denn lieb haben. Ich kann eine Pflanze lieb haben? Ja. Ja, was denn für eine Pflanze? Vielleicht gefällt es dir, vielleicht bin ich allergisch. Ja, du bist doch nicht allergisch gegen eine Pflanze. Ist das ein Insider? Was? Fleisch, warte, hör mal auf! Die Fliege ist super süß. Eine Fliege wird aber, glaube ich, nur ein Jahr alt, oder? Guck, ich werde älter. Ich überlebe dich, Bowie. Glaub mir. Sie überlebt mich. Ja, weil sie mich umbringen wollen, ne? Ja, nein. Bowie. Nur im Notfall. Wenn du zum Beispiel Nein sagst zu der Trauung. Ich wollte dich damit auch nicht kränken, aber ich wollte es dir einfach nur erzählen. Ah ja. Da. So, ich freue mich. Nichts entgegenzusetzen. Ich freue mich tierisch. Wir machen wieder BGs. Und dann will ich, wenn ich mein erstes Set-Teil habe, dann werde ich es auf den Boden legen und anbeten. Ich ziehe mich dann nackt aus beim Vollmond und dann mache ich so und tanze da. Ich glaube, nur ein Tote will niemand nackt sehen. Ja, deswegen wird mich auch niemand belauschen. Das ist ganz cool. Guck mal. Weißt du, das ist praktischer als Untote. Wenn ich nackt irgendwo im See baden gehe, dann kommen keine Spanner, sondern die Leute, die vorher weg, also da waren, gehen weg. Und dann bin ich immer alleine. Egal, ich könnte den bestbesuchtesten Strand besuchen. Wenn ich dort bin, habe ich die Wasserrutsche für mich. Der Bowie gesehen und jemand anderes. Die ist einfach nur. Du hast ihn einfach weggescheucht mit deiner Hässlichkeit. Ist eine Touristin gewesen. Ja. Bowie so, warte, ich will dir was erklären. Und die so, nein, oh Gott, ein Ungeheuer. Ja, und Tote, ich hätte auch Angst vor Untoten. Ich nicht. Ich hatte mir schon immer gewünscht, so eine Untote an der Leine. So an der Wand genagelt oder so, aber ich würde 100% daran sterben. Müsst ihr so einen Maulkorb besorgen, aber dann wäre es doch voll süß, oder? Ich würde sie halbnackt so ihre Kleidung entfernen. Weil was habe ich eigentlich für Fantasien? Warum teile ich die mit euch? Soll ich nicht machen. Ich habe echt ein Faible für Untote. Pascal, ich bin dämlich. Weißt du wieso? Ich habe gemerkt, ich habe die ganze Zeit die Geisterbrille auf und keine normale Brille. Das heißt, ich habe eine Kopfbedeckung an, die mir keine Stats gibt. Mir fehlen also einfach mal Stats so. Das klebt nicht, weil sich Krieger immer neben mich hinstellen oder hinter mir. Na, ich teile mal den Bowie. Muss er mir seinen Erstgeborenen schenken. Ist eh meins. Bowie? Wollen wir drüber schwatzen, wie wir unser erstes Kind nennen? Ah, mit der Scheiße. Bowie 2.0. Elfenpower. Irgendwann steht in der Zeitung. Sohn hat die Welt erblickt. Er heißt Elfenpower. Elfenpower Junior, Alter. Ja, Elfenpower Junior. Weißt du, warum Puff eigentlich Puff heißt? Ich weiß es nicht. Es gab früher ein Spiel und es hieß Puff. Oder Puff-Spiel, ich weiß nicht. Es gab auf jeden Fall. Nee, ich glaube irgendwie so. Ich musste mal googeln. Ich habe keine Ahnung. Ich würde dir jetzt nur Blödsinn erzählen. Ich weiß nur, dass es früher ein Spiel gab und das hieß Puff. Und die Leute, die haben halt nicht gesagt, sie gehen in den Puff, wenn sie zu ihrer Ehefrau gesagt haben, wo sie hingehen, sondern sie haben gesagt, sie gehen Puff spielen bei ihren Kumpels. Ah, okay. Also sie haben, ich meine, Puff hieß ja Bordell und nicht Puff. Und dadurch, dass es zu viele Männer gesagt haben, sie gehen Puff spielen
Und war das so ein Synonym für ich gehe ins Bordell? Und dann hat sich das Bordell irgendwann Puff genannt, weil die Art. Ja. Bordell. Was ich alles weiß. Hey, ja, woher weißt du sowas? Ja, ich bin sehr, sehr klug und gebildet. Ich gucke viel fern. Was, das passt ja gar nicht zusammen. Doch, doch. Ich habe sogar durch eine Red Bull-Werbung mal eine bessere Note in Geschichte geschrieben. Ja, Niago hat einen Bildungsauftrag. Ja, ich habe einen Bildungsauftrag. Ich muss den Leuten verklickern, warum Puff Puff heißt. Das ist mein Bildungsauftrag. Aber warum ist es eigentlich so, wenn man aber Pipi muss, dass es einem zu kalt wird? Es wird einem zu kalt. Also mir wird nicht kalt, wenn ich Pipi muss. Wenn ich Pipi muss, dann kriege ich voll irgendwann Gänsehaut, da wird mir kalt. Bin ich der Einzige, ehrlich jetzt? Das ist Angst, Pipi. Wie Angst, Pipi? Angst, Pipi. Von mir Angst, Pipi. Das ist, oh Gott, wow. Niago ist da. Ängstlich, ängstlich, muss Pipi. Ich hatte keine Angst vor dir, ich habe Ehrfurcht vor dir. Oh, das ist schön. Doch, ein bisschen Angst habe ich schon vor dir. Ja. Hey, wieso hast du meinen Buff nicht? Jetzt hast du meinen Buff. Ja, wieso habe ich deinen Buff nicht? Markiere mich, Bowie, markiere mich. Damit jeder weiß, ich gehöre die. Du gehörst mir. Haha, gerade noch die Kurve gekriegt hast. Also. Was Report? Holtes, was? Bowie? Was? Was machst du? Was machst du? Töten, umbringen! Was machst du umbringen? Ist dein Ernst, dass du weggerannt bist? Ja, ich wollte Kills. Ja, was? Hier, ich werd hier angegriffen von zwei und mein DD ist schon wieder weg. Ey, das ist... Ja, ich wurde angegriffen. Warum wirst du immer angegriffen, wenn ich weggehe? Ja, weil du weggehst! Hör mal auf damit! Was? Hör mal auf! Das nervt! Bleib einfach da stehen! Ist doch klar, dass sie die Base haben wollen. Also alles ruhig, Alter, ich gehe ein bisschen kämpfen und auf einmal wirst du von zwei angegriffen. Woher? Ja, was, woher? Ich hatte gesagt, Bowie, und plötzlich bist du weg. Bleib da einfach mal an meiner Seite, ist so schwer, stink ich so sehr. Ich meine, du bist ein Untoter, deine Nase ist letzte Woche abgefallen. Kannst du mal aufhören, so zu tun, als wenn mein Geruch dich noch stören würde? Psst. Ich wollte ein bisschen aufmucken. Aufmucken, wie so ein kleiner Chihuahua. So, was machst du hier? Meine Hof. So süß. Ich glaube, jetzt greifen mich die Mücken wieder an. Aber Mücken sind auch richtige Parasiten, oder? Sie gehen immer auf die Stellen, die man am meisten hasst. Ich meine, ich habe jetzt auf meiner einen Pobacke habe ich jetzt einen Mückenstich. Und der juckt mich. Und immer wenn ich auf Arbeit stehe, denke ich so, oh, es juckt. Und dann will ich dran kratzen und dann denke ich, wie sieht denn das aus? Ich sitze da so und kratze mein Hintern. So, ja, ganz toll. Gerade ja, die Stelle, mich. Die man... Ja, ich bewege mich. Was? Ja. Wir machen heute BGs und dann machen wir BGs. Und nachdem wir die BGs gemacht haben, machen wir BGs. Und zufällig danach machen wir nochmal ein BG. Und wir machen das so lange, bis wir kotzen müssen. Oh, und... Ich kotze jetzt schon. Und bis ich hier meine passenden Punkte habe, dass ich mir mein erstes Set-Teil holen kann. Wenn ich das habe, mache ich kurz Pause, hole mir das Set-Teil, freue mich in Cola-Keks, hole mir schnell einen runter und dann machen wir wieder BGs. Habe ich das gerade richtig verstanden? Was? Wenn du irgendwas gehört hast, was sich da nicht reingehört, dann liegt es an deinen Gedanken, Bowie. Ja, ey, meine Gedanken, Bowie hat immer sehr schmutzige Gedanken, das muss man dazu sagen. Es ist, weil diese unterdrückte Liebe, die er nicht zugeben möchte. Wo ist denn hier der ah, da. Bist du blind oder was? Unglaublich. Ja, du hast ja keine Augen. Ja, ich habe keine Augen. Ich bin blind. Beeindruckend, dass du das hierher gefunden hast. Ja, das ist alles wegen deinem Geruch. Stimmt. Da. So, ich freue mich. Nichts entgegenzusetzen. Ich freue mich tierisch. Wir machen wieder BGs. BGs! Wir haben den einen wieder die Flagge entrissen. Also irgendjemand. Ich nicht. Ich muss sagen, ich habe damit nichts zu tun.
Hallo. Mal während die eine Druidin die Arbeit für uns macht, tun wir hier einfach nur Punkte schmarotzen. Ja, das denke ich auch die ganze Zeit. Sie machen alles hier. Ich tue hier nichts, ich mache nur ein bisschen Schaden und heile hier nichts aus. Ja, ich tue auch nur so ein bisschen heilen und so. Ja, mach du mal das mit der Flagge allein. Ein Opfer? Oh, ey, es ist wirklich so, wenn einer runterfällt, dann alle so, oh, da, rauf, brecht ihn die Knochen, reißt ihn die Gedärme raus. Fischfleisch. Ja. Okay, das war's. Aber guck mal, nein, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Einer ist runtergesprungen. Wir haben ihn geopfert, um unsere Wut zu bändigen. Wir haben ihn einfach runtergeschmissen.